Ja, moin Leute, ich grüße euch herzlich zu einem Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator, hier auf Kribo Official. Genau. Wir sind heute unterwegs auf dem frisch erschienenen DLC Berlin Linie 300 mit dem mitgelieferten Solaris. Und wir sind jetzt gerade beim Alexanderplatz. Ich habe schon in der Rezension gelesen, ja, der ist performance-lastig, dieser Bereich. Ey Leute, seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt so sage. Bedenkt bitte, Berlin ist unsere Bundeshauptstadt. Unsere Hauptstadt. So. Wir sind im Herzen von Berlin. Dass es da ein bisschen performance-lastiger zugeht, ist doch völlig verständlich. So, gut, das dazu. So. Wir hauen die Hilfspfeile an. Ich fahre jetzt ohne BBS absichtlich, um halt wirklich zu gucken. Wir sind jetzt gerade hier am Alexanderplatz. Wir starten hier gerade weg. Wir fahren jetzt in Richtung Tiergarten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und wir machen jetzt einfach mal los. Einfach mal ein bisschen gucken. Wir werden auch die Karte im Livestream fahren. Wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das jetzt hier verhält. Klar, dass es hier ein bisschen kritischer zugeht, ist doch wohl verständlich. Ich meine, wir sind hier im Herzen von Berlin unterwegs. So, dass es da nicht immer wirklich rund laufen kann. Ah, sollte doch wohl jedem klar sein. Aber ich denke, das wird sich auch gleich wieder bessern, wenn wir hier aus dem Bereich raus sind. Ich bin vorhin mal am Ostbahnhof gespawnt und ich muss wirklich sagen, da lief es relativ rund. Obwohl das jetzt auch ein Bereich gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, was da so läuft, ich weiß ja nicht. So, zusätzlich habe ich natürlich jetzt auch mein OBS Studio an, ja, womit ich ja ganz gerne mal aufnehme. Und ich finde, wenn wir alles jetzt mal bedenken, läuft es gerade recht rund. Ne, wir müssen realistisch bleiben. Ne? Man kann immer so viel rumnörgeln. Ich finde, es ist jetzt schon alleine besser geworden. Seit wir da vom Alex tatsächlich weg sind. Wir gucken jetzt einfach mal. Ne? Aber bevor ich jetzt hier irgendwas 100% bewerte, muss ich auch immer in meinem Köpfchen haben. Du hast OBS am Laufen, das zieht Performance und, und. Vielleicht so ein oder andere Hintergrundprogramm, was ich jetzt gerade nicht weiß, was vielleicht auch noch ein bisschen was absaugt. Ja, dürfen wir alles nicht vergessen. Boah, schön leise. Der Bus gefällt mir auf jeden Fall mal, ne? Der ist schon schön. Ich stelle gerade fest, sie haben gar keine Ansagen. Ah, okay. Hallo. Hallo. Da kommen noch welche? Einer zumindest noch. Oh, sehr schön. Ich habe das jetzt gerade gesehen. Der blinkt ja wirklich. Auf jeden Fall richtig. Oh, hallo.
auf jeden Fall richtig, richtig schönes KI-Material, was hier rumcruist, ne? Die Doppeldeckerbusse und. Also, ich weiß nicht, ob ich die schon mal irgendwo gesehen habe oder ob die aus einem KI-Pack sind. Normalerweise, auf alle Fälle, richtige Bereicherung. Ne? Diese Doppeldeckerbusse, die sehe ich auch in Tettau rumfahren. Ah ja, genau. Ihr seht mich jetzt hier ohne. Das ist auch so ein Ding. Ich habe hier einen virtuellen Greenscreen, also ein Plugin von OBS Studio. Ne, von Nvidia, sorry. Was ja auch nochmal richtig Performance zieht. Also, ich kann nicht meckern. Alles in allem kann ich nicht schimpfen. Ja, das sind alles so Sachen, die muss ich natürlich bei meiner innerlichen Bewertung, muss ich sie berücksichtigen. Ne? Weil das sind ja alles Faktoren. Ne? Ich habe das damals schon mal getestet, wenn ich der Meinung war, eine Karte läuft schlecht. Das war damals bei Gelsenkirchen. Genau. Und bei Gelsenkirchen war es damals wirklich bei mir so, wenn dann was anderes wie OBS noch im Spiel war, schlecht gelaufen ist, um sie einfach nur so ohne OBS gelaufen. Die ist wunderbar. Ne? Das sind halt alles so Faktoren. Da muss man dann in den Einstellungen ein bisschen balancieren. Wie viel Arbeitsspeicher stellt man zur Verfügung und und. Ne? Ist das jetzt der Bundestag? Ich weiß gar nicht. Ich bin total lost. Die Ansagen genau nicht. Ah! U-Bahnhof, Rotes Nee, da Rathaus. waren wir eben. Das stimmt nicht, du lügst. Lassen Sie bitte das Lügen, ja? Also, dieses DLC, das gibt es auf Steam für 20 Euro, also 19 Euro und. Aber ich empfehle euch, holt es euch über Aerosoft im Shop. Da bekommt ihr dann per E-Mail einen Key. Und ihr zahlt halt wirklich nur 16,95. 3 Euro gespart. Ne? Ist genau dasselbe. Ich werde euch das DLC verlinken, allerdings über den Aerosoft Shop. Ne? Also ich möchte gerne, dass Aerosoft unterstützt wird, dass es darüber bezogen wird. Und auf die Busspur rüber. Wir haben ja extra schon eine Busspur, ne? Also ich feiere ja wirklich das Material hier, ne? Richtig geil. Ach, schön. Schön, schön, schön. Weil ich tüftle ja auch gerne bei älteren Karten und so an der AI-Liste rum. Und hier sehe ich schon wieder so viele Sachen, die ich da gerne reinnehmen möchte. Ne? Eine Frage hat er wieder. Nö. Sehe ich nicht ein. Dankeschön. Ja, komm. Also der Bus ist auf jeden Fall geil, ne? Also da haben wir jetzt so echt einen richtig schönen E-Bus. Ich hoffe, dass da noch Repaints rauskommen, die den ein bisschen neutralisieren. Ja, weil auf der einen oder anderen Linie sehe ich den auch in Stettin. Ja? Zum Beispiel auf der 522. Auf der Spätlinie kann man den wunderbar fahren lassen. Weil die geht ja in der Regel nicht großartig außerhalb von Stettin. Da kann man den ja auch wunderbar mal einsetzen. Ah, jetzt leckt es wieder ein bisschen nach. Aber es ist alles vertretbar. Es ist alles völlig vertretbar. Guck mal, der hat ja auch den Abbiegeassistenten, ne?
Jetzt sind wir induktiv unterwegs. Oh, jetzt kann ich auch sagen, die Kia 3 mal Switch to Electric. Oder jetzt auch Full Electric. Also. Ich musste ja so lachen, Alter. Nöhl hatte Switch to Full Benzinschleuder im Titel stehen gehabt. Ich musste voll lachen, ey. Ah, oh, herrlich. Eine Fahrkarte. Ja, klar. Einmal normal, bitte. Bitte schön, immer gerne. Beehren Sie mich nicht wieder. So, müssen wir abbiegen. Also bis hier, muss ich wirklich sagen, gefällt es mir ganz gut. Auf jeden Fall sein Geld wert. Ne? Ich meine, wir haben hier eine Linie, eine schöne Linie. Wir haben einen neuen Bus. Und das halt für wirklich unter 20 Euro. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Und gönnt es euch, wie gesagt, über Aerosoft. Dann spart ihr auch noch mal ein bisschen was. Nur wirklich zu empfehlen. Oh. Sehr schön. Oh, richtig geile Screenshots gemacht. Wir fahren jetzt einfach mal. Wir haben grün. Sag ich doch. Nee, eigentlich wollte ich jetzt über rot fahren. Können wir auch nochmal einen geilen Screenshot machen, oder? Wenn der so in der Schräge steht. Mal kurz dieses Teil aufmachen. Perfekt. Sehr schön, jetzt haben wir ein paar Schmuckstücke gemacht hier. So, wir fahren. Ist wieder grün. Ah, die Ampelschaltung lobe ich mir. Die ist recht stressfrei. Voilà. Mal davon aus, dass wir gerade aus müssen. Ah, scheiße, ich hab die zwei aus. Ich Idiot! Nein, wir sind falsch. Ach, Leute, ich verfluch's. Wir mussten nämlich da vorne abbiegen. Na komm, Jalla. So, das reicht. Fahren wir eben kurz hier durch. Ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, das tut mir auch leid. Aber ihr kennt doch das Sprichwort, in der Not ist der Teufel auch fliegen ohne Brot. Ja. Also in dem Sinne. Erstmal die Tröte testen hier.
Oh nee. Oh, hatte der, hat das, der KI-Bus da jetzt auch gerade eine Lizenz gehabt? Boah, das muss ich jetzt echt feiern, ne? Also. Polizei hat keine Lizenz. Das war schlimm für die Polizei, ne? Das ist ja schon fast ein Armutszeugnis. Tatsache. Der hat echt eine Lizenz. Geil. Darf ich bitte eben vorbei, Leute? Nein, natürlich nicht, ne? Und war sehr egoistisch heute am Werk, ne? Jetzt fahr ich. Dann. U-Bahnhof Museumsinsel. Staatsoper. Bärenstraße, Wilhelmstraße. Müssen wir gleich mal gucken an der nächsten Haltestelle, wo wir sind. Jetzt haben wir einen Haltewunsch. Oh, den sieht man hier richtig geil. Toll. Toll, toll. Ich bin mega begeistert, Leute. Oh, aber noch ein paar alte Schüsseln haben sie rumfahren. Einfach nicht zu glauben, oder? Eine Map hier in der Bundeshauptstadt läuft sogar besser wie Bad Hübelsdorf 2020, ey. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Mohrenstraße sind wir. Bis dahin spule ich jetzt mal eben vor. Ach, guck mal. Die brauche ich gar nicht betätigen, die einmal normal. Hinteren Türknöpfe. Bitteschön. So. U-Bahnhof Mohrenstraße. Leipziger Straße, Wilhelmstraße. Die Ansagen sind ganz geil. Sind das denn jetzt die Originalen? Ich weiß es nicht. Ich habe mit Berlin ja nicht so viel am Hut. Aber die Ampeln, die schalten hier deutlich zu schnell um. Das muss ich echt sagen. Also, gerade beobachtet bei der Fußgängerampel und dann, wo unsere grün wurde. Also, das war meiner Meinung nach ein bisschen zu schnell. Mein Gott, der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Der hat sich verarschen. Der hat wahrscheinlich gewonnen, oder was? Doch gar nichts gemacht, du Hund. Hallo. Hallo. Kommen Sie rein, können Sie Russ gucken. Können Sie aber auch lassen. Unmöglich, Alter.
S- und U-Bahnhof Potsdamer Platz. Potsdamer Platz sind wir jetzt. Also meine Must-Have-Karte, Also meine Karte, die ich jetzt regelmäßig und intensiv fahre, wird das hier definitiv nicht. Aber es ist eine Karte, die kann man gut und gerne mal fahren. Mal gucken, ob sie in Betrieb aufgenommen wird. Ich denke, leitstellenmäßig wird die sich jetzt auch nicht sonderlich lohnen, weil es halt ja so gesehen nur eine Linie ist. Ja, aber grundsätzlich tolles Ding. Kann ich nur warm empfehlen. Und bedenkt bitte immer, natürlich wird es am Alexanderplatz und an den Hotspots einfach ein bisschen instabil. Das ist aber normal. Und ich glaube, wir haben in Omni auch Schlechteres und Schlimmeres erlebt. Also würde ich mich da daran jetzt gar nicht so aufhängen. Na, sag ich mal so. Varian Freistraße, Potsdamer Platz. So, und wir haben ja schon so viele schöne Busse. Und angefangen mit unserem MXC2, mit dem man ja auch gut fahren kann. Ne? Man kann die Busse aus dem X10 DLC nehmen. Und. Boah. Na, hier hat Omsi halt echt ein bisschen zu kämpfen. Ne? Das ist aber normal. Wir ziehen jetzt hier einfach durch, weil der Kollege alle mitnimmt. Philharmonie Süd. So. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change, please. Ich meine, klar, wir ärgern uns immer alle, wenn Omsi instabil ist, ne? Man kennt's, ja? Aber wie gesagt, man darf halt auch nicht Fokus verlieren. So, ich muss halt zusätzlich noch im Auge haben oder im Kopf haben, ich habe da noch das ein oder andere Programm zusätzlich laufen. Jetzt eben ein Aufnahmeprogramm oder Streamingprogramm. Mit der Sache, die fressen ja auch nochmal übelst Ressourcen weg, ne? Und ich finde, für das ganze Zusammenspiel lief es jetzt eigentlich recht gut. Ja, also könnte uns schlimmer treffen. Ja, sagen wir es mal so. Also. Gibt eigentlich nichts zu jammern in meinen Augen. So, heute wird es noch einen Livestream geben. Wir können nachher mal im Stream auch nochmal die Map fahren, aber die wird jetzt nicht, sage ich mal, hier zwangshaft rauf und runter geschöppert, weil es ist ja, wie gesagt, nur eine Linie. Ne? So. Unsere Endstation. So. Ach ja, Bewertung haben wir ja gar nicht. Ja. Wie gesagt, ihr Lieben, ja, gönnt euch das DLC, es ist gut, obwohl mir der Publisher als solches jetzt nicht so gefällt, aber grundsätzlich würde ich euch das empfehlen. Und wie gesagt, denkt bitte dran, abonniert meinen Kanal. Da lasst doch gerne einen Daumen auf Video. Das unterstützt mich und mein Machen. Und auf Twitch unter kribo-official findet ihr mich auch. Da gibt es regelmäßige Livestreams in sämtlichen Bereichen. Natürlich auch sehr viel Omsi und so. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag. Macht es gut, Leute. Ciao, ciao.